Hallo und herzlich willkommen auf geräder.de. Schauen Sie nun die Übung an zur Funktionsuntersuchung, nämlich gerade Nullstellen dieser Funktion auszufinden, nämlich 2x und 3 plus 3x² minus 12x minus 4. Also das heißt, wann erreicht diese Funktion 0? Das heißt, das wollen wir natürlich, weil wir hier wieder eine Funktion haben, dritten Grades mit dem Horner-Schema machen. Nun können wir überprüfen, geht hier die 1? Nun 2 mal 1 plus 3 mal 1 ist 5, 5 minus 12 minus 7 minus 4, das ist minus 11, das würde nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen eine andere Nullstelle finden, zum Beispiel die 2 ausprobieren. 2 mal 8 ist 16, 16 plus 3 mal 2 ist 12, plus 2 hoch 2 ist 4, 3 mal 4 ist 12, 16 plus 12 sind 28, 28 minus 12 mal 2, 28 minus 24 ist 4, 4 minus 4 ist 0. Das heißt, tatsächlich ist 2 eine Lösung. Das heißt, wir haben die erste Nullstelle erraten. x1 gleich 2. Nun, jetzt müssen wir das mit dem Horner-Schema herausfinden, wie wir die weiteren Nullstellen bekommen. Dazu schauen wir uns an, x hoch 3, x hoch 2, x hoch 1, x hoch 0, wie die Koeffizienten, das heißt die Vorfaktoren dieser Funktionen sind. Bei x hoch 3 ist es 2, bei x² ist es 3, dann ist es hier minus 12 und minus 4. Gleich 0. Okay, wir haben herausgefunden, die erste geratene Nullstelle, x1 gleich 2. Hier schreiben wir ein Mal hin, die 2 hier wird übertragen. Und jetzt können wir anfangen zu rechnen. 2 mal 2 ist 4, plus 3 ist 7. 2 mal 7 ist 14, 14 minus 12 ist 2. 2 mal 2 ist 4, minus 4 gleich 0. Wenn hier am Ende 0 rauskommt, wissen wir auch, dass die 2 gestimmt hat. Und jetzt haben wir die restlichen Koeffizienten, mit denen wir die anderen Nullstellen bestimmen können. Nämlich gerade 2x² plus 7x hoch 1, also plus 7x, plus 2x hoch 0, also insgesamt plus 2 gleich 0. Das heißt, wir wollen jetzt hier von dieser Gleichung die restlichen Nullstellen bestimmen. Nun, um hier die PQ-Formel anwenden zu können, müssen wir erstmal durch 2 teilen. Da steht also x² plus 7 halbe x plus 1 gleich 0. Nun machen wir die PQ-Formel. x², in diesem Fall, weil wir die zweite und die dritte Nullstelle suchen, ist minus p halbe, das heißt minus 7 halbe halbe, das heißt minus 7 Viertel, plus minus Wurzel aus 7 Viertel ins Quadrat ist 49 Sechzehntel, minus 1. Und dann könnte ich auch gleich schreiben, minus 16 Sechzehntel. Okay, rechnen wir das weiter, das ist minus 7 Viertel, plus minus, dann bleibt hier übrig 33 Sechzehntel. Nun, das ist keine Zahl, die wir direkt von Hand die Wurzel bestimmen können. Heißt, hier müssen wir den Taschenrechner einsetzen. Das sind etwas mehr als 2. Ich schreibe es mir als Dezimalzahl, minus 1,75 plus minus 1,42 wäre hier von die Wurzel. Das heißt, wir haben zwei weitere Lösungen. x2, die zweite Nullstelle wäre minus 0,33 und die letzte Nullstelle wäre minus 3,17. Das heißt, wir haben neben der nun bereits geraden Nullstelle zwei weitere Nullstellen rausbekommen, nämlich minus 0,33 und 3,17. Dankeschön.